Die Kardiologie ist eine medizinische Fachdisziplin im Bereich der inneren Medizin, die sich um Herz- und Kreislauferkrankungen kümmert, im Sinne von Diagnostik und Behandlung. Beispielsweise Herzinfarkt, Koronarherzerkrankung, Herzinsuffizienz, Herzklappenerkrankungen, Herzrhythmusstörungen. Alle sind Volkskrankheiten und die Kardiologen diagnostizieren sie mit verschiedenen Methoden, beginnen mit dem klassischen EKG über Ultraschall, Röntgenverfahren, Computertomographie, Herzkatheter und behandeln mit Medikamenten, aber auch mit Katheterverfahren und in vielen Fällen gibt es komplexe Behandlungen, in denen Kardiologen und Herzchirurgen zusammenarbeiten.